Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Heute, schauen wir einfach mal, was wir machen können. Wir spielen heute auf jeden Fall mal als Sidon und wahrscheinlich auch als Theba, auch wenn ich es echt ungern mache, mit Theba zu spielen. Ich bleibe bei meiner Meinung. Aber naja. Hebra könnten wir wahrscheinlich was machen sogar. Firone haben wir ja auch schon fast beides eigentlich. Also Firone ist ja wirklich echt wenig. Ich würde sagen, gehen wir mal nach Hebra. Was haben wir denn hier für eine Mission? Ist sogar für... Nee, doch nicht. Boah. Genau für unsere Stufe eigentlich ausgelegt. Tatsächlich, nehme ich mir mal hier meinen Bible Boy mit. Oder? Ja, komm. Stimmt, wir können sogar zwei Sachen reinpacken jetzt. Haben wir im letzten Part freigeschalten. Aber ich bleibe erstmal bei einem Weiwilwoi. Ich glaube, das wird ganz nützlich sein. Es ist schließlich Sidon, der sowieso nicht so stark ist. Was ich echt traurig finde, also ganz ehrlich, Sidon ist zwar schnell und so, aber ja, dass der nicht so schnell, also so stark ist, finde ich tatsächlich sehr weird. Ja, genau. Kann man auch nicht so gut ausweichen, ist mir gerade aufgefallen. Au. Oh geil. Wenigstens das kriege ich hin. Au, weich doch aus. Natürlich haben wir hier ein Zeitlimit, ist ja klar. Oh, weich doch aus! Mein Gott! Sidon ist halt wirklich zu nichts zu gebrauchen hier. Ich hoffe mal, dass die anderen Gegner ein bisschen leichter zu besiegen sind. Ja, gut, okay. Das Zeitlimit wird sich wahrscheinlich auf den Icynox beschränken. Ja, endlich. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, um ihn umzubringen. Nee, nicht ganz. Mann, ey, das ist so furchtbar mit Sidon irgendwas hinzubekommen. Oh Mann, ey. Also. Mein Gott. Ja, natürlich. Natürlich taucht dann random noch eine Eisleune auf, ne? Bombe. Vor allen Dingen, wie viel Schaden der gemacht hat, obwohl der einfach nur aufgetaucht ist.
Der Typ ist einfach nur aufgetaucht und hat mir aber so viel Schaden angerichtet. Alter. Oh, scheiße, ich hatte gar kein... Das Modul hat sich noch aufgebaut wieder. Oh, Mann! So unnötige Treffer schon wieder. Das war blöd. Scheiße. Ach, Gott sei Dank. Okay, Hälfte Hammer auf jeden Fall. Ja, ich glaube tatsächlich, hier werde ich drauf gehen, leider. Hör auf, immer zu fliegen, Sidon. Ohne Witz, das nervt. Schalt doch wenigstens deinen Special Attack frei, Mann. Ja, jetzt gehe ich drauf. Oh Gott, Gott sei Dank. Bitte, Special Attack, danke. Ich weiß nicht mal, wie viel Leben ich noch habe. Alter, was ist Leben? Aber wie lange es noch dauert bis zum nächsten Level ab? Kann ich wenigstens futtern? Ja, jetzt bin ich tot. Wie will ich denn? Ja. Das... Sorry, nein. Das hat jetzt zu lange gedauert, als dass ich das nochmal versuchen würde. Also, mit jedem anderen Charakter, außer wenn er mit Theba, hätte ich das jetzt geschafft. Mit Sidon nicht. Das sagt ja eigentlich schon alles aus über Sidon. Aber okay. Ich bin übrigens sehr sicher, dass ich das mit jedem anderen Charakter geschafft hätte. Egal. Kann ich hier irgendwas machen? Die Level sind aber auch bei manchen Aufgaben echt hart. Könnte ich vielleicht wieder normale Aufträge kommen, wo ich so 20 Level drüber bin oder so? Kannst du das nicht erzählen, dass ich nur noch Aufgaben hier habe, die... Ja gut, hier, Früchte für die Prinzessin. Ich möchte tatsächlich bloß was machen, wo er auch wirklich gerade umkreist ist, damit es sich lohnt, diese Mission überhaupt anzufangen. Weißt du was, scheiß drauf. Nur bestimmte Kämpfer, ja. Komm, weißt du was, scheiß drauf. Ich habe wieder genug für heute mit Sidon gespielt, habe ich das Gefühl. Ah, oh, Mann, ey. Ich will den Charakteren immer wieder eine neue Chance geben. Aber die Charaktere sind halt einfach kacke. Es tut mir leid, aber es gibt manche Charaktere, die sind einfach kacke gemacht. Achso, stimmt ja, Terrako ist ja tot. Deswegen im Ladebildschirm kann ich ihn ja nicht mehr, ist er nicht mal mehr vorhanden. Uff, cooles Detail auch.
Erhalte die Früchte. Stellt euch vor, ihr seid ein Bockblin und habt einfach nur Hunger. Und dann werdet ihr abgeschlachtet, weil ihr die Früchte habt, die wer anders haben will. Wie belastend eigentlich. Und es ist einfach nur Wildbeeren. Random Wildbeeren. Oh Mann, darf ich jetzt mal bitte? Boah, ey, das ist mir echt jetzt gerade zu blöd hier. So, Kollegen, da drüben habe ich schon vieles an Leben weggemacht. Und ciao. Der ist doch schon tot. Weißt du, willst du noch, sollst du noch auf den Leiche draufschlagen? Was zum Fick? Link, du gehst mal bitte hier hoch. Und Frostmelonen, okay. Darauf habe ich gepokert, dass ich die wieder bekomme. Impa ist halt einfach stark. Badge. Ich sehe nichts mehr. Der arme Moblin. Schwertbanane. Au. Dumm getroffen. Auch wenn ich sagen muss, dass die Schwertbanane jetzt hier mit den Gegnern überhaupt keinen Sinn gemacht hat gerade. Oh, kam auch mal vor, dass ich mit Link zu nahem Gegner dran stand. Selten. Watch. Dead. Dann auf zum Ausgang. Da kommt doch nochmal sicherlich irgendwas. Ein Bossgegner oder sowas. Ja, zu 100% kommt da noch ein Bossgegner. Ich vermute einfach mal, da kommt noch ein Leune oder ein Hinox oder so. Oder ein Stahlgegner. Au. Ich hab leider gerade nichts im Kopf, was da vorher dran stand. Bei den Gegnern, was für Gegner kommen.
Giga wurde am Nachtfeld gesehen, okay. Und ein Soundbug. Geil. Super. Und ich habe mich schon gefragt, wo das storymäßig bleibt. Sehr gut. Stimm mal bitte kurz. Was? Du lebst noch? Dann jetzt nicht mehr. Quatsch. Ich komme, Impa. So. Oha. Hier läuft's auf jeden Fall. Oh Mann. Aber hey, wir sind jetzt so ein bisschen standfester, fällt mir gerade ein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall jedem Angriff gleich weggedasht. Quatsch, ich hoffe, der eine ist jetzt mal down. Ah ne, das war super. Oh, ich habe super getroffen. Ja, also geht doch. Ich muss sagen, da kam in der Story tatsächlich auch ein bisschen zu kurz. So, ich meine, Super an sich ist ein wirklich klasse Charakter. Kann man nichts gegen sagen. Und ich finde es echt schade, dass der storymäßig halt wirklich geopfert wurde und so und danach auch nicht mehr vorgekommen ist. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, dass der halt dann plötzlich einfach weg war. Oh, ey. Batsch, touch, touch, touch. So, den einen Liga-Offizier mache ich platt. Tatsächlich mochte ich aber auch Super als Charakter an sich sehr gerne, also sehr schade, dass der plötzlich weg war. Lul. Mal kurz noch den einen aufs Maul gegeben und danach warum. Schön. Erst 19 Minuten. Ich glaube, die Aufgabe am Anfang mit Sidon kam mir halt echt lang vor. Also ich habe irgendwas gedacht mit 13 Minuten oder so, und schau ich durch, waren es erst 9 Minuten. Oha, neue Auftragszeug-Dingens freigeschaltet.
Ja, wir brauchen dann noch ein paar Urkunden. Das ist belastend halt schon irgendwo. Rijus Training. Könnten wir theoretisch eigentlich auch machen. Wait, what? Revali und Maronus. Interessante Kombi auf jeden Fall. Was ist das? Lauernder Schrecken. Stimmt ja, jetzt. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass das automatisch wieder umstellt. Der Prinz der Zoras zieht ins Feld. Das Platz 2 hatte ich eigentlich Thema. Jetzt zeige ich dir, wie stark ein Orni-Krieger ist. Ja, bestimmt. Gut, ich meine, stark ist er ja. Rechtfertigt es trotzdem nicht. Wie scheiße er sich spielen lässt. Was brauchen wir eigentlich hier dafür? Xalfos Leunenurkunde. Siehst du, hätten wir jetzt was gehabt dafür, aber ja. Sidon war ja zu schlecht. Gut, okay. Hinox, Leune und dann noch Wasserfluch ist dann schon eine harte Kombi. Das verstehe ich dann schon, dass man da mal versagen kann. Gibt es denn irgendwo eine gute Aufgabe? Sag mal. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich nehme jetzt die hier. Die könnte tatsächlich aber auch ein bisschen härter sein, weswegen ich hier keinen Revival Void nehmen werde, weil ich nicht mehr kann. Aber was ich machen könnte. Schaden plus 10%. Es scheint schmackhaft zu sein. Köstlich. Das ist ja sogar noch besser wie ein Weibel. Woher haben wir sonst noch irgendein Gericht, das plus 22. Nee, doch nicht plus 12 wahrscheinlich. Schaden. Ja, so erlittener Schaden. Ja, okay. Nicht schlecht auf jeden Fall. Schaden plus 22, ey. Bei Sidon brauche ich plus 40 oder sowas. Damit der halbwegs gut abschneidet. Lul. Ich könnte ja mal dubiose Patsche, Matsche nehmen. Aber nee. Geld brauche ich tatsächlich eigentlich kaum mehr. So, Riju hat gleich von Anfang an keinen großen Bock. Okay, das ist cool, die Attacke tatsächlich. Ach so, 300 Gegner muss ich umbringen. Ah ja. Ich habe eher das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nicht genug Gegner finden werde. Ja, wobei mit Rido dauert es tatsächlich schon ein bisschen länger. Immerhin haut sie ganz schön rein. Anders wie gewisse Soras hier. Au. Boah, diese Ver. Ich hasse Exalfos. So, 100 Stück haben wir mal umgebracht.
mal kurz ein paar Gegner weggefräst. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Exalfoss hasse? Ich frage mich zwar, wie ich 300 Gegner, besiegen soll, wenn die 300 Gegner nicht auftauchen, aber ja. Da hinten sind wieder einiges an Gegnern. So, hau sie platt, Patricia. Und wieder mal die schöne Donnerattacke. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es sehr interessant finde, dass der Helm von Obosa, oder halt dieser Schatz da, dass der hier komplett falsch dargestellt wird. Beim Spiel war der ja ein Schutz-Item vom Donner. Und hier tut der einfach diesen Donner rausballern. Also irgendwie leicht missinterpretiert und tatsächlich ist es keinem aufgefallen. Gefühlt zumindest. So, ich brauche noch 20 Gegner, die werde ich ja noch irgendwo auftreiben können. Na also. Na gut, das mit dem schwarzen Moblin ist natürlich ein bisschen zu spät aufgeploppt. Die ist auch übrigens die einzige bis jetzt, die wirklich Stasis-Modul sagt. Die anderen sagen alle nur Stasis. Reicht's, um ihn umzubringen? Ich denke nicht, aber doch, hat gereicht. Lul. Sternlichtzaumzeug. Geil. Jetzt überleg mal, das war nur ein Training, ne? Habe jetzt gar nicht geschaut, wie stark das jetzt eigentlich gerade war. Das Sternlicht-Zaumzeug. Werde ich aber gleich nachschauen. Und zwar bevor ich den Part beenden werde. Ja, es ist schon wieder Zeit dafür. Ich kann das nicht sogar mal ein paar Sachen beenden. Was sind wir denn hier? Exalfos-Urkunden 300. Das wäre für König Roam. Was brauchen wir denn hier? Bockblind-Urkunden, ja gut, okay. Die andere, was brauchen wir hier? Exalfos, ja gut, 150 geht sogar tatsächlich noch. Im Laden haben wir nichts zufällig? Nee. Wir können tanzen wir abschließen. Tatsächlich hat das für mich Vorrang. Wunderbar! Terrakotteile. Besonders geformte Teile, die in ganz Hyrule aufgetaucht sind. Es handelt sich um Wächterteile und sie sehen aus, als könnte man mit ihnen Terrako reparieren. Jawoll. Immerhin eins schon so nebenbei freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Brauchen wir Urkunden, ey. Was gibt's denn? Längere Kombo-Angriff? Jetzt haben wir schon mal nicht mal genug. Was haben wir denn hier?
Oh! Feenfestival! Mit ZR ausgibst, besondere Angriffe sind stärker. Okay, sage ich nicht nein dazu. Ja, gut. Weißt du was? Ich mach's einfach mal. So falle ich niemandem zur Last. Genau. Ist jetzt nicht so, als wäre Zelda eine komplette Last für uns alle. Aber ja. Da ist Sidon mehr eine Last. Gut, dann will ich aber tatsächlich sagen, war's das für diesen paar. Moment. Gleich. Wir haben noch gerade ein besonderes Zaumzeug freigeschaltet. Sternlicht. 35. Gut. Ist tatsächlich nicht wirklich stärker. Okay. Gut. Dann war es einfach nur ein seltenes Item. Egal. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen. Likes, Kommentare und in dem Fall bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.